Geschenketrendsendung liebe ich ganz besonders, weil vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir an der einen oder anderen Stelle. Es gibt doch die ein oder anderen Personen, da überlegt man ein bisschen länger, womit könnte man denen eine Freude machen. Wir haben hier eine Produktauswahl, die macht garantiert sehr vielen Menschen, auch in ihrem Bekannten- und Freundes- und Familienumkreis, ganz, ganz viel Spaß, ganz besonders die kleinen Kinder. Sie kennen vielleicht die Geschenketrendsendung, da läuten wir gerne das Glöckchen, aber wir zeigen Ihnen das in Form des nächsten Produkts oder ja, ersten Geschenketipps, den wir für Sie haben. Der läutet nämlich höchstpersönlich. Was ist das denn für ein toller Roboterarm? So würde ich es nennen. Wirklich genial für alle technisch interessierten Kinder, Heranwachsende. Wow. Also empfohlen ist es ab 8 Jahren da. Sage ich gleich, braucht es ein bisschen Unterstützung der Eltern, aber das ist ja vielleicht das Tolle an der Geschenkidee. Und es kommt nicht so zu Ihnen. Das ist wichtig, sondern so. Und das sind 220 Bauteile. Und das ist ein hydraulischer Arm, den wir jetzt mit Wasser gefüllt, mit echter Hydraulik bewegen können. Und zwar siehst du, natürlich kann ich hier schwenken. Guck mal, das geht ganz einfach über ein Drehrad, links, rechts. Dann können wir greifen, das hast du gerade, das zeige ich mal. Guck mal, hier kannst du sogar drehen, das hast du gerade gemacht. Jetzt können wir greifen hier auf und zu, ja. Aber die Bewegung, die kommt jetzt natürlich hier nach oben, nach unten. Wir kippen ein klein wenig, wir gehen wieder ein bisschen zurück, machen hier, ja, öffnen das wieder. Und das ist eben das Enorme, was man hier alles machen kann. Alles Eigenbau, ja, das muss man sagen. Was Sie brauchen, also es wurde bei uns von einer unserer Lehrlinge, wurde es aufgebaut, wir haben gesagt, das hat riesig Spaß gemacht, richtig toll gemacht, ja. 220 Teile, braucht ein bisschen Zeit und sie hat, normalerweise ist alles werkzeuglos. Ja. Wir brauchen einen Seitenschneider, aber das ist eigentlich in jedem Haushalt, weil das, diese Plastikteile natürlich irgendwo zusammen sind und die muss man abknipsen und dann zusammenbauen. Geduld und Spucke ist hier Programm, aber Carsten, sowas, da hätten wir uns doch, genial. Als Kinder hätten wir uns wirklich... Du auch, ja? Ja, aber hallo. Warst du auch zur Technik interessiert? Ich bin doch der größte Roboter-Fan schlechthin, wenn ich meinen eigenen Roboterarm hätte zusammenbauen können. Also ich wette, das würde mich auch heute noch glücklich machen. Ich liebe ja auch Puzzeln. Mhm. Und wenn ich mir überlege, dass ich das zusammen, selber zusammenbauen kann, ich finde das grandios. Eine ganz tolle Beschäftigung. Mir juckt es in den Fingern. Ich würde das am liebsten gleich nochmal selber auch meiner Kollegin nachmachen und auch aufbauen. Da beneide ich sie ein bisschen drum. Weißt du, und ich muss sagen, es gibt auch viele Geschenke, die bekommt man fertig und da fängst du an zu spielen. Die werden aber ganz schnell langweilig. Das ist aus eigener Erfahrung, meine Kinder, bei meinen Enkeln ist es auch so. Das hier, das baust du selber und nachher ist es ein hydraulischer Arm, ein beweglicher Arm in allen Richtungen, die ich mit Wasser fülle und wo ich dann auch Hydraulik verstehe und vor allem, wo ich einen Bezug dazu habe. Weil da bin ich ein paar Stunden, also glauben Sie mir, nicht an Heiligabend in einer halben Stunde aufgebaut. Nein, bitte nicht an diesen denken, da sitzt man wirklich ein bisschen dran, konzentriert, tolle Bedienungsanleitung dabei, ja, und dann baut man das Schritt für Schritt. Der letzte Schritt ist dann das Wasserfüllen. Das passiert auch in mehreren Schritten, aber man lernt dann mal wirklich Hydraulik kennenlernen. Ja, man lernt sie kennen und hier ist keine Elektrik. Das ist ganz, ganz wichtig. Jede Bewegung kommt durch die Hydraulik, also durch das Wasser. Und das ist reines Leitungswasser, was hier drin ist. Aber es ist sensationell mit diesen 5 beweglichen. Also du kannst ihn schwenken, du kannst ihn neigen, du kannst ihn drehen. Das haben wir auch schon gesehen. Und du kannst wirklich Produkte greifen. Das haben wir vorhin auch gesehen. Ich find's genial. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Produktionsarm in so einer Fabrik, in so einer Automobilfabrik zum Beispiel. Und Ralf hat vollkommen recht, andere Dinge baut man zusammen und dann stehen sie spätestens einen Tag später irgendwo in der Ecke und werden eigentlich nicht mehr wirklich genutzt. Das hier ist nicht nur beim Aufbauen reines Vergnügen, sondern definitiv auch beim Spielen hinten dran. 37,94 € für Riesenspaß mit der ZX7611 und die 569. Und jetzt reden wir mal über Mobilfunk, speziell im Außenbereich, was definitiv so seine Tücken hat. Damit kann es so viel Tücken haben, wie es will. Es macht Ihrem Handy gar nichts mehr. So, und jetzt kommen wir zur perfekten Geschenkidee für Outdoor-Freunde. Aber ich möchte vor allem die Handwerker ansprechen. Und hier haben wir ein Handy, du darfst ruhig auch eins nehmen. Ich glaube, den sieht man schon an, wie robust das ist. Das kann mal runterfliegen, das kann auf eine Betondecke oder auf den Boden fliegen, das kann mal im Bach liegen oder in einer Pfütze.
das hier ist unzerwüstlich. Jetzt möchte ich nicht, dass irgendeiner, auch ja kein Handwerker, sein teures Smartphone hier in Rente schickt und sagt, ich gehe jetzt mit so einem Oldschool-Handy. Nein, ich möchte, dass genau diese Leute eine Zweitkarte von ihrem Vertrag holen, die gibt es meistens sogar kostenlos, und die hier reinmachen. Und immer wenn sie auf der Baustelle sind, nehmen sie das Handy und lassen Smartphone wunderbar in der Tasche oder gar im Auto. Ja. Weil ja, ich habe das selber miterlebt. Mein Sohn hat Handwerk gelernt und gefühlt pro Jahr 3 neue Handys. Das ist also wirklich keine Seltenheit gewesen. Mhm. Warum? Er ist irgendwo angeeckt, weil er es in der Hosentasche hatte. Buff, Display kaputt. Es ist runtergefallen in eine Pfütze. Handy komplett kaputt. Und hier sehen Sie es. Tolles Display. Ja, wir können hier ganz normal telefonieren. Wir bekommen normale SMS ebenfalls. Aber das Wichtigste halt. Und absolut geschützt. Mit dem brauchst du auch nicht umgehen wie mit einem rohen Ei, wie man das heutzutage ja gerne mal macht. Ja. Und wir haben hier schon Tests damit gemacht. Da ist ein Auto drüber gefahren. Das ist unter Wasser gelegen. Es funktioniert sogar unter Wasser. Also selbst das haben wir schon gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, begeisternd. Als Zweithandy für jemand, den man kennt, der schon mehrere Handys bei seiner Arbeit meist zerstört hat, ist es perfekt. Weil das hier ist meiner Meinung nach nach normalem Ermessen. Ja, unverwüstlich. Und es ist vertragsfrei, also 19,99 € haben wir hier, für, also wirklich für ein paar Cent bekommt man das, und damit kann man sich hohe Kosten ersparen. Das nimmst du immer mal eben mit, auch wenn du mal eben draußen unterwegs bist, beim Geocaching oder ganz einfach eben auch mal beim Wandern oder wenn du mal eine Runde mit dem Hund gehst bei schlechtem Wetter. Völlig egal, ob es regnet, schneit, die Sonne scheint oder sonst irgendwas, wenn es ihnen aus der Hand rutscht und mal eben auf der Straße landet, ein modernes Smartphone wird Ihnen das in den seltensten Fällen verzeihen. Der hier macht das ohne weiteres mit. Natürlich sind auch so ein paar Extras mit drin, beispielsweise eine Taschenlampe noch und so weiter. Ja, das ist klar. Aber es geht genau um dieses Robuste hier, also, dass das wirklich nahezu unkaputtbar ist. Wenn ich das gerade eben mit einem normalen Smartphone gemacht hätte, hätten wir jetzt die sogenannte Spider-Man-App. Das heißt, hier wäre nichts mehr zu sehen. Also einfach eine Zweitkarte, das wäre ja meine Empfehlung, ja, beim Vertragspartner anfordern. Die bekommt man wirklich in den meisten Fällen für ganz kleines Geld oder sogar kostenlos. Und dann Smartphone einfach mal weglassen und das hier in kritischen Situationen mitnehmen. Kennst du auch welche in deinem Bekanntenkreis, die ihr Handy regelmäßig zerstören? Du auch? Bist auch schon Handwerker? Nee, aber mein Handy fällt mir ganz, ganz oft runter und ich hatte auch unzählige Male schon diese besagte App, wo das Glas hier ganz schön in einem ganz speziellen Design dann daherkommt. Also das ist wirklich super, weil es gibt immer die Gelegenheiten, jetzt auch gerade in der Winterzeit mal Schlittschuh laufen beispielsweise. Mhm. Wenn dir da ein Handy aufs Eis fällt, dann ist das bei den aktuellen Handys schon wirklich echt tragisch. Bei diesem Modell brauchen Sie da gar kein schlechtes Gefühl haben. Aber ich finde, das liegt auch einfach super in der Hand. Das ist endlich mal ein Handy, was du wirklich auch gut in der Hand liegen hast. Weil gerade diese modernen, flachen Handys, die rutschen dir schon auch leichter aus der Hand. Guck mal, da sehen wir mal so einen Belastungstest. Was jetzt bei manchen Smartphone-Besitzern für Schnappatmung sorgen könnte, ist die Akkulaufzeit. Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit. Also manche wären froh, sie hätten mal 10 Stunden. Da sehen sie Staub, kein Problem. Und wenn es jetzt dreckig geworden ist, dann werfen sie es einfach hin. Daher eine Pfütze, dann wird es wieder sauber. Ein Scheinwerfer haben wir auch dran. Und es ist vertragsfrei, das müssen wir noch mal sagen. Also absolut vertragsfrei. Sie können das ohne Probleme hier einsetzen. Natürlich haben wir auch so Kleinigkeiten wie Media Player. Ein Radio ist sogar drin. Und guck mal, unter Wasser. Ja? Also das ist, da wären die meisten, die allermeisten Smartphones wären jetzt für den Neukauf bereit oder so. Wie viele Handys haben schon in der Schüssel mit Reis gelegen, um die Feuchtigkeit wieder da rauszubekommen, ja? Oh ja. Weil sie in die Toilette gefallen ist und so Scherze. Ja, kann immer wieder mal passieren. Dem Handy ist das vollkommen egal. Und ich erinnere mich dran an einen Test, den wir selber mal durchgeführt haben. Wir sind wirklich im Auto drüber gefahren und selbst das hat das Telefon ohne weiteres mitgemacht. Ist noch nicht kaputt gegangen und hat anschließend auch noch hervorragend weiterhin funktioniert. Großartig. Also für einen Handwerker ein tolles Geschenk und deshalb haben wir es in diese Sendung genommen. Oder für jemanden, der viel Outdoor unterwegs ist. Oder wenn jemand, wo passiert denn das hauptsächlich? Beim Joggen? Ich meine, überall, ganz auf ausschließen der Straße, kann man es nicht. Treppe runter. Also wenn du dich in Risikosituationen begibst, kauf's doch. 19,99 €. Und wir schauen mal, was es regulär bei Pearl.de kostet. Ja, da kann man echt nichts sagen. Normalerweise liegt der Preis bei 44 € für Sie hier. Wie gesagt, bei nur 19,99 €. Aber nur mit der folgenden Bestellnummer, die PX2436 und die 569.
ein nicht nur sehr robustes Handy, sondern auch sehr schick, finde ich, sehr handlich, hat schöne große Tasten. Also ich denke, dieses Handy wird sehr viele Menschen definitiv begeistern und natürlich als Sie als Person, die dieses Handy verschenken darf. Wir sind in der Geschenke-Trend-Sendung, haben da an alle möglichen Menschen und Interessen gedacht und das nächste Geschenk, der nächste Geschenketipp ist wunderbar für Naturliebhaber. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Für Leute, von denen man sagt, und da kenne ich einige, die haben doch schon alles. Ja, kennst du das auch? Ja, das stimmt. Das trifft meistens auf die Väter zu. Oh, was soll ich meinem Vater schenken? Wow. Der hat doch schon alles. Soll ich es mal nehmen? Ich gebe es dir aber gleich. Das hier ist ein Nachtsichtgerät. Ein monokulares Nachtsichtgerät, wie man so schön sagt. Und Sie sind jetzt live dabei, wenn ich es einschalte. Wenn wir hier mal vorne reinschauen, und das ist das Vorteilhafte, hier braucht man auch als Brillenträger keinen Dioptrienausgleich, denn wir haben hier, und Sie sehen es hoffentlich, einen kleinen Fernseher, der jetzt mein Hemd filmt, aber Sie sehen, da tut sich was. Ja? So, und jetzt schauen wir hier nach dem Objektiv. Das ist hier mit übrigens auch 6,8-fachen Zoom, aber darunter sehen Sie noch was. Und wenn ich da jetzt mal drauf drücke, sehen Sie, was passiert? Infrarot. Und das heißt, es ist ein Nachtsichtgerät. Bei finsterster Nacht mit einer Sichtweite von mehreren hundert Metern kann ich jetzt alles erkennen, indem ich hier reinschaue. Dann in Schwarz-Weiß, ich hoffe, wir sehen das jetzt auf dem Monitor, ja, Sie sehen es, natürlich auch Fokussierung hier, man kann alles scharf stellen, man kann alles heranzoomen. Aber was hier nochmal außergewöhnlich ist, ist nicht nur, dass man jetzt nachts sehen kann, als wäre Tag oder wie man das vielleicht aus Agentenfilmen mit Militär kennt, sondern dass Sie Ihre Erinnerungen auch nicht nur im Kopf behalten müssen, denn hier ist auch gleichzeitig noch, und das bei diesem Preis, eine Videokamera, eine Full-HD-Kamera drin und mit einem Knopfdruck, und da sehen Sie hier vorne Modus, dann können Sie Fotos oder Videos machen, muss einfach nur noch eine Micro-SD-Karte rein und dann geht's los. Und wenn Sie jetzt was Interessantes sehen, ich habe übrigens mir sagen lassen, hier ganz in der Nähe wurden vor kurzem, hast du das auch gelesen, ein Wolf entdeckt in Niedersachsen. Ja. Wölfe in Niedersachsen? Ein Wolf. Ja, und wenn ich den jetzt sehen würde und würde kommen und sagen, Rebecca, ich habe gestern einen Wolf gesehen, dann sagt sie, ja, und ich ein Dinosaurier, würde sie mir auf gar keinen Fall glauben. Hiermit kann ich das filmen. Und jetzt für mich als Brillenträger ist das hervorragend. Du kannst gerne auch mal durchschauen. Oh ja, lass mal. Schau mal. Oh, jetzt habe ich natürlich Infrarot drin, deshalb haben wir jetzt Schwarz-Weiß. Ja, ja. Das ist auch als Fernglas zu verwenden. Tagsüber Infrarot raus, dann haben wir die beste Sicht. Auch da kann man Videos drehen. Aber ich habe mit so einem ähnlichen Nachtsichtgerät Aufnahmen bei mir zu Hause gemacht. Und zwar, Carsten kann das bestätigen, Geräusche im Garten bei Dunkelheit, die man nicht identifizieren kann, auf die Lauer gelegt und dann Aufnahmen gemacht, die die Geräusche erklärt haben, nämlich Waschbären, zwei Stück, die sich regelmäßig jede Nacht mein Vogelhäuschen hier vorgenommen haben. Die machen nichts kaputt, wunderbar. Aber ich habe das meinen Enkeln dann erzählt. Stell dir vor, bei mir im Garten gibt es Waschbären. Das sind sie, die zwei. Ich habe die übrigens Cindy und Bert getauft. Ja. Und meine Enkel haben dann erstmal reagiert, ach, ist ja schön. So, und dann habe ich genau dieses Video, habe ich dann geschickt, das ist ja heutzutage mit den sozialen Medien kein Problem, an meine Enkel und haben sie es angeschaut und sind sie fast ausgeflippt. Ja, ja, klar. Also erzählen ist was anderes, wie das dann sehen. Wie der sich da reinquetscht. Ja, ja, du wirst gleich sehen, unten kommt noch Nummer zwei. Ja, ja, also, ja, ja, ja. Und ich wundere mich, ich habe mich auch immer gewundert, warum mein Vogelhäuschen aussieht, als wäre die Putzfrau da gewesen. Hätte groß reine gemacht. Komplett leer gelutscht. Alles, was übrig ist, holen sich die Waschbären. Das dürfen sie auch, solange sie nichts kaputt machen. Aber ich fand diese Aufnahmen genial. Vielleicht gibt es bei Ihnen etwas Ähnliches oder bei dem von Ihnen Beschenkten. Aber eins kann ich sagen, wir hatten schon mehrere Nachtsichtgeräte bei uns im Programm, aber noch nie eines, was preislich auch nur annähernd an diesen günstigen Preis herankommt. Das ist ein schönes Einstiegsgerät und vielleicht auch für Sie mal ein neuer Einstieg, vielleicht mal in ein ganz interessantes Hobby, weil ich sage mal, gerade jetzt in den Wintermonaten, wo es so früh dunkel wird, ist das vielleicht auch mal was, was Papa und Sohnemann oder was die Großeltern mit den Enkelchen mal gemeinsam machen können. Gehen Sie mal raus, gerade in ländlichen Bereichen wie hier. Was glauben Sie, was hier bei uns auf dem Gelände alles rumflitzt? Da sind Rehe keine Seltenheit, da gibt es Wildschweine, Füchse, Waschbären. Wir haben hier also alles Mögliche an Getiers auf dem Gelände. Aber die Tierchen sind normalerweise sehr scheu und verstecken sich natürlich im Dunkeln. Damit machen sie es sichtbar und filmen, Filmaufnahmen in Full HD oder auch Fotos können Sie natürlich auch damit machen. 37,99 € ist natürlich mal ein absoluter Spitzensatz.
Und ich glaube, das ist auch mal ein schönes Geschenk für jemanden, der vermeintlich schon alles hat. Ich glaube, also gerade so diese Nachtsicht-Thematik ist für viele ein Thema. ZX3674 und die 569. Also ich würde mich sehr darüber freuen, über sowas. Ja, also gerade, du hast es auch noch mal gesagt, für Leute, die alles haben. Wir kennen die alle. Ja? Oftmals sind es die Väter. Meine Kinder sagen auch immer, was sollen wir dir schenken? Ich sage immer, ich möchte Bilder von den Enkeln oder einen Kalender, das ist dann okay. Aber man möchte vielleicht mal was anderes schenken. Und dann, was schenkt man ihm? Früher war es einfach, als ich noch im Kindergarten war, da haben wir Aschenbecher getöpfert. Aber gebastelt, das genau. Das ist heutzutage echt? Nicht. Auch in der Grundschule noch wurden Aschenbecher getöpfert und die haben dann Mama eingekriegt und Papa ein. Ist heute nicht mehr zeitgemäß, ganz klar. Und wir sind auch ein bisschen älter. Also. Aber ich habe auch noch Schokoladenzigaretten gehabt. Auch noch? Ja. Oh. Und hast du gemacht, als würdest du rauchen? Ja, klar. Und ihr habt nie in der Schule Aschenbecher getöpfert? Nee. Nicht? Okay. Die Zeiten waren dann schon wieder vorbei. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Heutzutage. Oder Aschenbecher töpfern, Schokozigaretten für Kinder, um Gottes Willen. Ja, da würden sie wahrscheinlich ganz, ganz böse angeguckt. Und ich glaube, die wenigsten Eltern würden heute auf die Idee kommen. Insofern ist das vielleicht mal eine durchaus sinnvolle Alternative für Alt und Jung gleichermaßen. ZX3674 und die 569, 37,99 € für die ganz klare Sicht. Eben auch dann, wenn es stockfinster ist. Apropos ganz klare Sicht, bei modernen Fahrzeugen hat man das immer auf diesen großen Monitoren. Und das sieht schon mal richtig klasse aus. Wenn Sie da was älteres Modell haben, wird ein solcher Monitor bei Ihnen wahrscheinlich nicht vorhanden sein. Dabei wäre es so schön praktisch. Und deswegen haben wir jetzt den nächsten Geschenketipp für Sie. Vielleicht auch für Ihr Auto, ganz interessant. Ja, ich muss kurz erzählen, meine Kollegin Monika, die Sie alle kennen, die fährt dasselbe Fabrikat wie ich. Okay, zwischen unseren Autos liegen Jahrzehnte. Ich habe einen sogenannten Youngtimer und sie hat ein recht modernes Auto. Aber ich habe mit Neid drauf geschaut und entschuldige Sie, wenn es jetzt hier unten stehe, ich habe gleich einiges zu auszupacken. Ich habe mit Neid drauf geschaut, was sie für einen Monitor hat. Das habe ich nicht. Mein Auto ist Baujahr 98, also ich habe wirklich einen Youngtimer. Da gab es sowas nicht. Da ist es einfach noch nicht zeitgemäß gewesen, das gab es noch nicht. Aber jetzt gibt es sowas zum Nachrüsten, und zwar so einen Monitor, der jetzt einfach mit Ihrem Handy zu verbinden ist. Hier habe ich es mit einem iPhone, also über Apple CarPlay. Das geht aber auch mit Android-Handys. Und das haben wir jetzt hier. Und Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, eigentlich die Icons, die ich auch ganz einfach über mein Smartphone habe. Ja? Also Sie sehen, dass Apple, auch wenn ich jetzt Musik hören will, dann kann ich das machen. Wir haben es hier. Gehen wir mal kurz drauf. Ja, jetzt über die internen Lautsprecher kann das aber mit meinem Autoradio verbinden. Was ich halt genial finde, ich habe diese Technik plötzlich für mich, so wie ich sie möchte, und zwar mit diesem riesen Display. Ich muss es ganz kurz, ach da unten ist es, sehen Sie, von hinten ist es immer ein bisschen schwierig. Jetzt sind wir wieder drauf. Aber wir haben noch viel mehr Optionen, die man sonst nicht hat. Und zwar sehen wir hier, jetzt gehen wir ganz einfach zurück aufs Auto, die Kamera. Ich muss alles über Kopf machen. Jetzt sehen wir hier ganz einfach eine Kamera. Moment, da sind wir. Ich muss mal kurz wechseln. So, jetzt sehen wir hier meine Kamera. Und was auch noch mit dabei ist, und ich drehe es jetzt mal so, dass wir ein schöneres Bild haben. Hier, ja, gucken Sie mal, ja. Da ist das Bild. Und ich habe gleichzeitig noch eine Rückfahrkamera dabei, die ich auch installieren kann. Jetzt habe ich mit diesem System diese Frontkamera, die, ich zeige es Ihnen auch mal kurz, da hinten eingebaut ist. Ja, da ist sie. Ist im Prinzip eine Dashcam, die alles in 2K-Qualität aufnimmt. Und wenn ich bedenke, eine Dashcam mit 2K-Qualität, die kostet schon gerne mal um die 100 €. Ja. Und das ist hier nur eine Zusatzoption. Sie sehen hier ganz wunderbar zu sehen, die 2 Kameras, Rückfahrkamera bei Bedarf, die kann ich jetzt übrigens auch separat schalten. Sie haben es wesentlich einfacher als ich. Ich muss jetzt alles in Spiegelschrift. Jetzt haben wir wieder diese Kamera, ja, und das ist einfach genial. Ich gehe mal zurück auf das CarPlay, weil wir haben uns vorher unterhalten. Rebecca, hast du CarPlay in deinem Auto? Ja, und ich will es nicht mehr missen, sag ich dir ehrlich. Was machst du damit? Also ich navigiere mit CarPlay, okay. Also das heißt, mein Navigationssystem, was ich auf dem Handy habe, habe ich irgendwann mal festgestellt, das ist viel aktueller als das Navigationssystem, was ich herkömmlicherweise im Auto habe. Also er kennt auch Baustellen und so weiter und deswegen nutze ich das ganz gerne. Aber das ist natürlich auf diesem Bildschirm sehr schön angenehm groß. Und das Schöne ist an CarPlay, an dieser Funktion auch, es verbindet sich ja automatisch und ist dann auch direkt
so, dass es für diesen Bildschirm passt. Also da müssen Sie gar nicht viel machen. Genau, man muss es nur einmal aktiv aktivieren und sobald Sie dann das Auto wieder betreten, ist es verbunden. Und Sie sehen die Icons hier wie beim iPhone und genau so sind sie hier drauf. Mhm. Ob Sie jetzt Musik hören, Podcasts hören, sich navigieren lassen oder ähnliches, verbinden tun Sie diesen Monitor übrigens ganz einfach über einen sogenannten FM-Transmitter mit Ihrem ganz normalen Autoradio. Das heißt, der Ton kommt dann nicht aus diesen internen Lautsprechern, sondern ganz gewohnt über Ihre Lautsprecher. Sie können telefonieren, alles so, wie man es heutzutage hat. Dann haben wir immer diese Dashcam, das ist wichtig. Zusätzlich noch eine Rückfahrkamera. Wir haben übrigens Nachrüstsätze für Rückfahrkameras, nur Rückfahrkameras, die kosten auch um die 100 Euro. Ja, richtig. Ist hier mit drin, ja, Dashcam ist mit drin, aber das Highlight natürlich dieser Monitor. Zum Nachrüsten perfekt. Und wenn Sie jetzt jemanden haben, der auch schon gesagt hat, Mensch, oh, so ein Display hätte ich auch gerne im Auto, aber nur wegen so einem großen Display ein neues Auto kaufen, wäre schon ein bisschen, wie sagt man so schön, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber ich glaube, mit diesem Nachrüstsatz, mit der Dashcam, mit der Rückfahrkamera und mit diesen Optionen CarPlay bzw. Mirroring, heißt es, glaube ich, bei Android, ja, ist ja beides möglich. Sie müssen nur vorher auswählen, was Sie machen, ob Sie mit Handy, also mit Apple-Handy oder mit einem anderen Handy sich verbinden. Und dann ist es genial. Ich liebe es. Es wird einfach so montiert auf dem Ablager, also auf dem Armaturenbrett. Dann natürlich so, dass die Kamera wunderbar nach vorne reicht. Eine Weitwinkelkamera, da sehen Sie nochmal. Einfach einmal den Winkel einstellen, so wie es für Sie gut ist und für die Kamera. Und dann ist es kein Problem, das zu installieren. Sie werden sehen, wie einfach das ist. Die Rückfahrkamera ist mit dabei. Was will man mehr? Das ist Ihr neues Entertainment Center fürs Auto oder das neue Entertainment Center für eine beschenkte Person. Musik hören, telefonieren, navigieren, das alles ist auf diesem schönen, großzügigen Display jetzt möglich und das super einfach. Und wir haben schon festgestellt, zu einem sehr faszinierenden, günstigen Preis dafür, dass Sie die Kamera hier noch mit dabei haben, sodass Sie hier auch noch eine Dashcam mit inklusive haben. Also fantastisch zum Verschenken. Das sorgt wirklich für Freude bei den beschenkten Personen. Die ZX8793 und die 569 ist die Bestellnummer und die Rückfahrkamera ist sogar auch noch inklusive mit dabei. Ich weiß, ein Geschenkwunsch, der war bei vielen Jugendlichen ganz weit vorne. Bei mir auf jeden Fall ist es auch immer noch mal einen schönen Laptop. Aber da hat man oftmals so ein bisschen Wehmut, wenn man denkt, oh, das ist ja sehr, sehr teuer. Nicht aber bei uns bei Pearl TV. Und da hast du absolut recht. Normalerweise, wenn ein Laptop auf dem Wunschzettel steht, dann sagt man, lass mal die Kirche im Dorf. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Nein, in diesem Fall nicht, denn wir arbeiten ja hier mit geprüften Leasing-Rückläufern. Ich gebe dir mal unseren Fujitsu. Du kannst mal ein Video aufmachen oder was anderes, wie du willst. Ein 14-Zoll Fujitsu, ein Markenprodukt. Geprüfter Leasing-Rückläufer, kurz erklärt für unsere neuen Zuschauer. Die Älteren werden es wissen. Dieses Gerät ist nicht nagelneu. Es wurde schon mal von einer großen Firma geleast. Die machen das übrigens, weil man Leasingraten monatlich absetzen kann, also aus steuerlichen Gründen. Nach der Leasingzeit geht ein solcher Rechner zu unserem Partner, einem der größten europäischen Refurbisher. Übersetzt würde man sagen, Wiederaufbereiter, und wird dort auf Herz und Nieren geprüft. Und dann kommt es eben dann zustande, wenn alles wirklich gut abgelaufen ist mit den Tests, dass ein solcher Rechner nicht mehr, wie die unverbindliche Preisempfehlung, 1599 Euro kostet, sondern, und Sie müssen sich jetzt wirklich mal die Augen reiben, der Preis ist unten rechts eingeblendet, 227,99 Euro, ohne auf Technik zu verzichten. Wir haben Windows 10 frisch lizenziert drauf, Sie haben 24 Monate Gewährleistung. Sie haben hier ein hochauflösendes 14-Zoll-Display, 8 GB Arbeitsspeicher, eine SSD-Festplatte mit 256 GB. Also alles, was man sich wünscht, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Weil ich finde es hier mal ganz interessant, da ist sogar noch ein CD-Brenner mit drin, was man nicht mehr oft braucht. Aber wenn man es mal braucht, muss man immer irgendwelche externe Geräte anschließen. Ja. Deshalb finde ich das so genial. Und das ist ein Preisknaller. Ein Laptop hier von einem Neugerät so gut wie nicht zu unterscheiden. Für weit unter 300 Euro. Das ist, kann man wirklich als Megaschnäppchen bezeichnen. Das kann man vor allen Dingen als erschwinglich bezeichnen. Und ich möchte wetten, dass viele jetzt wahrscheinlich die Diskussion auch hinter sich gebracht haben. Entweder zu Beginn des neuen Schuljahres oder jetzt zu Beginn der Ausbildung. August, September gehen viele
in die Ausbildung hinein. Da braucht man heutzutage auch mitunter mal einen vernünftigen Laptop. Das Wintersemester an den Universitäten ist schon längst wieder im Gange. Und auch da geht es natürlich um Recherche, da geht es um Hausarbeiten, um Master- und Bachelorarbeiten und dergleichen. Und das möchten Sie nicht auf einem Feld-, Wald- und Wiesen-Laptop machen, sondern bitte auf einem Qualitätsgerät. Und ja, sowas muss man normalerweise bezahlen. Und so kommt dieser Preis natürlich ganz besonders gelegen. Knapp 1.600 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Fujitsu ist kein Unbekannter. Es gibt millionenfach Profis und auch Amateure zu Hause, die solche Geräte nutzen. Die meisten haben deutlich mehr bezahlt als Sie. Jetzt muss man wohl gleich dazu sagen, Ralf, dass wir nicht unbedingt die Möglichkeit haben, noch mal 50 Stück nachzubestellen. Wenn unser Bestand weg ist, ist er weg. Also wir hatten schon mal ein ähnliches Schnäppchen im Programm, ist mittlerweile verschwunden, weil hoffnungslos ausverkauft. Ja, das hat keine drei Tage gedauert. Aber jetzt möchte ich Rebecca mal bitten, den Rechner anzuschauen, ob dir irgendetwas dran auffällt, also optisch jetzt im Gehäuse. Habe ich schon dezent andeuten wollen mit meiner Handbewegung. Ich finde das total super, dass wir hier solche, ich weiß nicht, ob es das ist, was du meintest, aber es ist ja gut, dass du das gleich erwähnst. Dieses Rote, das ist so schick, oder hier an der Tastatur. Aber was ich sagen wollte, und das soll noch mal wirklich untermauern, wie scharf und wie hart unsere Qualitätskontrolle ist. Hier wird gesagt, bei diesem Rechner, optisch zweite Wahl, das heißt ganz leichte Beeinträchtigungen. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du welche siehst. Technisch einwandfrei, optisch muss irgendwo, ich habe es nicht gefunden, ein Krätzerchen sein. Also die sind da unglaublich kritisch. Wenn sie das in Kauf nehmen möchten, und sie werden es auch so gut wie nicht finden. Und wenn, dann sieht es so aus, als wäre er schon eine Woche in Benutzung gewesen. Aber dieses Schnäppchen hier. Und Sie müssen sich noch mal vorstellen, die Handhabung ist wie bei einem Neugerät. Also frisch lizenziert Windows 10 als Betriebssystem, Antivirensoftware für ein Jahr voll lizenziert. Zur Sicherheit sind wir natürlich auch dazu verpflichtet, 24 Monate Gewährleistung zu geben, was für mich überhaupt nicht möglich erscheint ist. Wir haben sogar noch Zubehör. Hier haben wir eine Original-Fujitsu Docking-Station. Wow. Das heißt, wenn man das zu Hause nutzt, dann kann man es hier eindocken und hat es dann automatisch, ohne ein Kabel zu verlegen, mit allem Möglichen verbunden, mit zusätzlichen Monitoren über DVI, HDMI oder ähnlich, Netzwerkkabel, also RJ45, verschiedene USB vielleicht für Drucker, für eine Funkmaus oder ähnliches. Alles das und natürlich auch Netzstrom lässt du verbunden, klickst es aus. Ich habe das am Anfang der Sendung gemacht, vielleicht haben Sie es gesehen. Und dann hat man den Laptop mobil. Wenn man heimkommt, stellt man ihn wieder hier rein und hat sofort wieder alle Geräte verbunden. Sowas kostet original bei Fujitsu alleine gerne mal 100 Euro. Also das ist einfach nochmal ein Zubrot, was sich noch mehr rentiert. Wenn Sie es nutzen wollen, super. Mhm. Ja, wenn nicht, es macht beim Preisvorteil von diesem Fujitsu-Rechner wirklich keinen Unterschied. 227,99 Euro ist einzigartig. Das nenne ich wirklich mal einen absoluten Hammerpreis. Ein Wahnsinnsangebot für einen Fujitsu-Rechner. Meine Freundin nutzt übrigens auch einen und ist absolut zufrieden damit. Das ist übrigens auch ein geprüfter Leasing-Rückläufer von uns auf meine Empfehlung. Ich bin froh, dass sie sehr zufrieden ist. So, mit kleiner Exkurs in den Bereich Statistik. Sie wissen, wir sind ein Versender. Und grundsätzlich seit mittlerweile über 12 Jahren kommen von den geprüften Leasing-Rückläufern, gerade im Laptop-Bereich, Rechner zurück im unteren einstelligen Prozentbereich. Das heißt, von 100 Kunden sind ungefähr 96, 97 rundum zufrieden. Und deswegen klopfen wir uns auch gerne mal auf die Schulter. Dann kann man sehen, dass wir absolute Spitzenware einkaufen. Die REF 1648 und die 569 ist die Bestellnummer. Und ich darf zur Eile ermahnen, weil wir wirklich nicht viele Modelle für den Preis rausgeben können bzw. wollen. Jetzt haben wir noch ein schönes Paketchen für Sie, wenn Sie für 50 Euro oder mehr eingekauft haben im Laufe des heutigen Tages. Bestellen Sie sich doch am besten noch ein schönes Dreier-Geschenkepaket mit dazu. Das macht das Einpacken von dem ein oder anderen Geschenk vielleicht für viele Leute einfacher. Und hier sieht man mal live, oder fast live, wie talentiert ich im Geschenke einpacken bin. Weißt du, wenn was quadratisch ist, geht es gerade noch. Aber hier, ich bin am Verzweifeln, und wenn es Ihnen ähnlich geht, ja, ersparen Sie sich das Frustration. Weißt du, und dann hast du es mal irgendwo, dann reißt eine Ecke und am Ende sieht es echt nicht gut aus. Ich bin untalentiert, ich gebe es zu. Aber Sie werden gleich sehen, mit diesen Verpackungen in drei Größen funktioniert das einwandfrei. Sie brauchen nur keinen Gedankenblitz, sondern einfach nur dazu bestellen. Carsten hat es gesagt, ab einem Bestellwert von 50 Euro ist dieses Dreierset kostenlos. Vielleicht noch ein Klebeband
dran, dass es nicht aufgeht. Und dann ist es ein toll verpacktes Geschenk. Dreier-Set für drei in drei verschiedenen Größen. Also ich finde es gigantisch und vor allem, es kostet nichts und es tut nicht weh. Lassen Sie sich helfen. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Art und Weise, Geschenke einfach zu verpacken. Einfach mitbestellen ab einem Bestellwert von 50 Euro mit der Bestellnummer ZU507639 und natürlich der 569. Ich liebe dieses Sendeformat. Ja. So macht Geschenke verschenken Spaß, wenn Sie günstig eingekauft haben und vor allem vielfältig verschenken können.